Das ist eine vollwertige Kategorie P1 und das ist nicht verboten. Ich weiß nicht, ich bin Jurastudent, ja? Ja, wer war das? Hat der Kini was auch brennen lassen, oder? Ich glaub, die fette Sau hat's zerrissen. Ja. Das Feuer hat der Kini garantiert selber gekriegt. Der macht alles dafür, damit er Aufmerksamkeit kriegt, die fette Sau. Ja, wir waren letzte Woche schon 4-mal da. Jetzt mal ein Fehlalarm. 4-mal. Ja, das Mal ist ein echter. Der Weber, der da wohnt, der ist sowieso nicht ganz. Hä? Da schaltet aber einer das Licht aus. Ja, den Tippen vor dem Fenster, dann er die vorhin zuziehen. Ha? Ich hoffe, Sie haben diesem Spinner die Leviten gelesen. Was? Wem? Ja, dem Weber. Der hat sie doch nicht mehr alle, wie der schon rumläuft. Kein Wunder, dass der die ganzen Verrückten anzieht. Redet ihr von dem, Kini? Ja. Kennst du den? Ja, wer kennt den nicht? Ich? Naja, das ist so ein Typ, der hat einen Kanal im Internet. Okay, naja, also das war er, Peter Weber. Und im Gegensatz zu den anderen hat er sich dazu entschlossen, ungesundes und fettes Essen zu kochen und sich dabei als Kini zu verkleiden. Ich würde es am liebsten so fressen, aber nein, 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 ich muss noch warten. Und wenn wieder jetzt jemand von euch mit dem Kalorienrechner kommt, nein, 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 was habt ihr denn für Probleme, ihr Hungerhaken? Dürfen die Leute nicht sehen, dass euch schmeckt? Nee, nicht beim Kini. Kommt klar damit, dass Hüftgold besser ist als gar kein Gold, sonst wechsel den Kanal. Am liebsten möchte ich dich platt machen, aber dafür ist ja deine Wampe zu fett. Ich bin hier, ich stehe mein Mann. Und ich würde vorschlagen, ihr jagt euren hageren Ärsche einfach hierher in den Renataweg 22 in Münzing. Schreibt das auf, Renataweg 22 in Münzing. Einfach klingeln, dann gibt's eins auf die Nase. Ende der Durchsage, hä? Oh, das mit der Adresse hätte er nicht machen sollen. Also Rudi... was ist das für ein Zeichen vor der 98? Also Rudi, Klammeräffchen, 98. Ja, muss man mal drauf kommen. Ja? Also der Letzte hier konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Totaler Nerd. Er hat mal von dem Märchenwald in seiner Nähe gesprochen, in dem er den Kini gerne ausstellen würde. Ausgestopft. Ui, da bräuchte man aber einen Haufen Füllmaterial. Außerdem, warum sollte der denn ausgerechnet mit Ihnen reden wollen? Ja, weil wir beide den Kini hassen. Haten? Ja, mein Gott, ja. Achtung, lange Haare auf 9 Uhr, lange Haare auf 9 Uhr. Oh. Okay. Nehmen Sie endlich mal diesen lächerlichen Bart ab. Der ist echt. Sie würden sich im Grab umdrehen, wenn Sie wüssten, was Sie hier treiben. Ja, tut mir leid, dass Sie jetzt noch mehr Hater haben. Cool. Ja, wir sollten mal was zusammen machen. Mann, Mann, Mann.